Der Angstgegner, der LASK am Tivoli, gegen die die WSG so eine Schlappe hinnehmen musste. Aber es sollte ein sehr, sehr schmerzhafter Abend für den LASK werden in Innsbruck. Erste Möglichkeit, weiter Einwurf und dann passiert's. Filipovic wird da in die Zange genommen, stößt mit dem Gesicht an den Hinterkopf von Stumberger und muss bereits nach 7 Minuten mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt werden. Stumberger kann weitermachen, das Ganze mit Helm. Bereits 4 Minuten später, offensichtlich der LASK noch geschockt. Erste Möglichkeit für Wattens, alle schlafen sie, Vrione ist hellwach. Und er nutzt die erste Chance für die WSG zur 1:0-Führung. Brioni zurück nach seiner Gelbsperre. Er wieder in der Startelf. Schöner langer Ball von Avucha. Auch er heute erstmals wieder von Beginn an dabei. Fehlte ja einige Zeit wegen einer Zehenverletzung. Aber nach einer Viertelstunde war dann auch der Startelf Comeback von Avucha vorbei. Er verletzte sich am Oberschenkel. Auch er musste raus. Für ihn kam Bacher. Die Standards werden immer gefährlicher bei Wattens. Eckball Blume und dann klopft an der Querlatte Stumberger. Trotz Helm, trotz Turban ist er der Mann, der den Kopfball hier an die Querlatte setzt. Was war zu sehen von dem LASK? Kaum bis nichts. Die Fünferabwehrkette schmeckten die Linse nicht, so versuchten die Linse es aus der Distanz, so wie hier Renner. Mehr war nicht zu sehen in Hälfte 1 vom favorisierten LASK. Ganzes Gegenteil von Wattens. Knappe halbe Stunde, wieder eine Standardsituation. Schöner, langer Freistoß von Blume auf Beonek und der mit viel Gefühl und mit viel Übersicht auf den Kopf von Sabitzer, der buxtiert dann den Ball über Boller zum 2:0 hinein. Keine Abseitsstellung von Sabitzer. Der Winkel eigentlich ungünstig, aber dank Boller steht es 2:0 für die Tiroler. 3 Minuten später, böser Ballverlust. Ganz schnell geht's in die andere Richtung. Frioni nicht zu stoppen, auch nicht von Schlager. Erster Versuch, Boller wehrt ab. Zweiter Versuch und es steht 3:0. So einfach war das phasenweise. Ganz nach dem Geschmack von Thomas Silberberger, der seine Mannschaft ideal eingestellt hat. Müller mit diesem schönen Ball, keine Abseitsstellung von Frioni. Ganz schlechte Position der Defensive beim LASK. Und damit bis dahin sein zweiter Treffer, aber es sollte nicht sein letztes Tor an diesem Dienstagabend sein. Schulz. Wieder der lange Chip hinein. Dann gibt es die Dreifachchance. Müller, Vrioni, Froni zum zweiten Mal. Also das waren Chancen für eine höhere Pausenführung. Am Ende ging man aber verdientermaßen mit einem 3:0 in die Kabine. Was kann der LASK ändern? Hat personell Potzmann dann gebracht, aber am Spiel selbst kaum für Entlastung gesorgt. Auch Geuginger neu gekommen, 68. Minute. Aber Beonek blockt den Schuss dann ab. Auch die Standards ungefährlich beim LASK. Das sind die zwei Torschützen. Das ist Sabitzer und das ist Doppeltorschütze Frioni. Dann versuchte es Geuginger, aber ein Handspiel verhindert eine weitere Abschlussmöglichkeit. Beonek kann blocken. Nicht das, was man von den LASK gewohnt ist. Abschlussschwäche kennt man, aber kaum Chancen herausgespielt. Und die WSG lauerte nur auf Fehler wie solche. Boller, Brizza eingewechselt, sieht Brioni und er sagt Danke. Zum dritten Mal an diesem Abend
15. Saisontreffer des Italieners. So einfach ging es, weil auch individuelle Fehler dann hinzukamen. Fritzer mit Übersicht, Schlager ohne Abwehrmöglichkeit. Auch im Finish kaum etwas zu sehen vom LASK. 85 Minuten gespielt, dann versucht es Horvath. Aber auch hier wieder typisch der Abschluss außerhalb des 16-Meter-Raums. Insgesamt enttäuschend die Leistung, wenngleich in Hälfte 2 mehr Engagement zu sehen war. Michelmeier eingewechselt, hatte noch die beste Möglichkeit, eingeleitet von Horvath. Aber den Linzern blieb heute ein Treffer am Tivoli verwehrt. Und erstmals in der Geschichte von Wattens schaffen die Tiroler 3 Siege in Serie. Verdientermaßen gelingt die Revanche, auch dank des Triple Packs von Brioni, der jetzt im Interview bei Johannes Brandl steht.